Hallo Leute, heute geht es um das Thema Alpenüberquerung, denn wir wollen im September eine kleine Alpenüberquerung laufen, und zwar den L1. Erstmal herzlichen Dank für die 100 Abonnenten, wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Videos 150. Ich freue mich immer wieder, dass ihr zu Besuch kommt und freue mich auch, eure Videos zu sehen. Der L1 geht von Meran nach Garmisch-Partenkirchen und unterwegs müssen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12.000 Höhenmeter bewältigt werden und wir planen aktuell 10 Tage. Ich weiß nicht, ob wir die alle brauchen werden. Manche Leute laufen es in 6 Tagen, aber eigentlich wollen wir entspannt Urlaub machen und nicht irgendwie viele Meilen oder Kilometer hinter uns bringen. Ja, ich bin ein bisschen gespannt, weil der gilt als sehr schwer. Es gibt einige Passagen, wo man wirklich klettern muss, wo man Eisen drin hat und Seil und nicht so die typischen, wo man laufen kann, sondern wirklich wie einen Klettersteig quasi in der Wand Teile rausgucken, über die man laufen muss. Und das sind einfach 10, 15 Meter, wo man wirklich horizontal in der Wand ist und entlang geht. Und ja, ich bin ja mal gespannt, weil ich habe ein bisschen Höhenangst und habe sowas noch nie gemacht. Und die Ronja ist deutlich mehr bergerfahren. Da gucken wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf der Reise begleitet. Ich werde vermutlich nicht so viele hochladen im September dementsprechend, weil ich ein bisschen auch andere Sachen zu tun habe. Aber mal schauen, vielleicht wird das eine oder andere Video kommen. Vielleicht versuche ich mal auch so einen Short zu machen und schicke euch ein paar Videos von den Bergen dort. Ansonsten würde ich irgendwann im Oktober anfangen, eine kleine Dokumentation hochzuladen. Oder je nachdem, wie ergiebig die Videoaufnahmen sind oder auch das Wetter ist, mehrere Etappen machen und euch zeigen, wo wir langgelaufen sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen oder Nachmittag. Abonniert doch meinen Kanal, damit ihr die Videos von der Alpenüberquerung auf jeden Fall nicht verpasst. Und ich freue mich, euch nächstes Mal wiederzusehen. Und zwar auf meinem Kanal oder auf eurem Kanal.